mitten im Sommer eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben, ist gar nicht so einfach. Die Wiesenblumen blühen, die Zittergräser verneigen sich respektvoll, man weiß nicht genau vor wem. Und ich beschreibe bei 38 Grad Celsius gerade die berühmte Schneeballschlacht, die im vorigen Dezember drüben in Kirchberg zwischen den Tertianern des Gymnasiums und denen der Oberrealschule stattfand. Bei 39 Grad. Manchmal blicke ich zur Zugspitze hinauf, damit mir wenigstens etwas kühler und winterlicher zumute wird. Aber heute hilft nicht einmal der Schnee im Fernglas. Außerdem scheint Eduard schon auf dem Heimwege zu sein. Eduard hat es gern, wenn ich ihn nach Hause bringe. Wir haben den gleichen Weg. Er wohnt zwar nicht in meinem Hotel, aber bei einem Bauern gerade um die Ecke. Jetzt ist Eduard noch ein hübsches kleines Kalb. Aber der Bauer hat neulich gesagt, später würde er sicher einmal ein großer Ochse werden. Am Nachmittag spazierte ich dann nach Kirchberg. Kirchberg liegt 600 Meter über Meeresspiegel, hat 20.000 Einwohner und zwei höhere Schulen. Hoch über den Gassen und Marktplätzen, über dem Fluss und der Brücke, ragt eine alte Festung in den Himmel. Sie hatte neulich ihren 750. Geburtstag und so schaut sie gelassen und abgeklärt auf das jugendliche Gewimmel zu ihren Füßen. Kleine Jungen kommen mit nassen, strubbeligen Haarschöpfen vom Schwimmen. Der Kirchenchor hat für den Sonntagsgottesdienst Choräle eingeübt. Primaner gehen mit ihren Tanzstundendamen spazieren und führen sie in die Konditorei. Und da, hoppla, sind ja zwei Helden aus meiner Weihnachtsgeschichte. Der Große heißt Matthias Selbmann, will später Boxweltmeister werden und wird Mats genannt. Der Kleine ist Uli von Simmern. Die Ausgehzeit ist vorüber. Nur die Primaner dürfen noch in der Stadt bleiben und alle, die bei den Eltern wohnen und nicht droben in der Schule. Diese Schule ist ein Internat, ein Schulheim, eine Wohnschule. Wer zu spät kommt, wird aufgeschrieben. Ordnung muss sein, sogar in der Schule. Es wird übrigens selten jemand aufgeschrieben, denn auf der anderen Parkseite existiert eine Mauer und wer gut turnen kann? Ja, also wer gut turnen kann, weiß sich notfalls zu helfen. Der Turnunterricht soll, heißt es, hier in der Schule, ganz ausgezeichnet sein. Jetzt, ohne die kleinen Turner und großen Boxer, sehen die Straßen anders aus. Sie sind ärmer geworden, leiser und ernster, mit einem Wort Erwachsene. Nun, Erwachsene sind auch Menschen. Diese junge Frau zum Beispiel werden wir in meiner Geschichte wieder treffen. In unserer Geschichte. Es war im vorigen Dezember und es schneite seit Tagen. Christbäume wurden schon gekauft, Geschenke wurden schon besorgt. In der Kirche übte der Chor fromme, festliche Gesänge aus alten Zeiten. Und die Primaner führten ihre Damen auch im Winter in die Konditorei. Ich krieg zu Weihnachten den Punchingball. Den bring ich nach den Ferien mit zum Trainieren. Da waren die Handknochen hart wie Stahl. Du, Mats, kannst du deine Rolle? Hoffentlich. Vielleicht wird der Johnny mal ein richtiger Dichter. Ich finde, das steht nämlich prima. Mhm. Zeit ist Geld, meine Herren. Wir müssen noch zum Friseur. Ach ja. Komm, Mats. Die kann man in Ruhe aufessen. Na, wer von euch soll das blonde Mädchen spielen? Wer ist der Glückliche? Ich bin der Glückliche, Herr Krüger. Na, komm mal her. So. Donnerwetter, du siehst aus wie deine eigene Schwester. Uli hat doch gar keine Schwester. Na, junger Mann, wollen Sie sich nicht auch bewundern? Deiner Schwester, die man nicht hat, kann man nicht ähnlich sehen. Kuchenessen macht nicht nur stark, sondern auch scharfsinnig. Haha, Uli als Mädchen. Tag, Wolfska.
Kreuzkamp. Wie geht's denn dem Herrn Papa, dem Professor Kreuzkamp, unserem unermüdlichen Deutschlehrer? Vorhin beim Mittagessen hat er mich gefragt, ob wir nicht endlich wieder einen Hausaufsatz auf hätten. Nein, sagte ich, und er hat gesagt, unerhört, da werde ich mir deinen Deutschlehrer mal gründlich vorknöpfen müssen. Dieser Professor Kreuzkamp ist eine Nummer. Nächstens wird er seinen eigenen Sohn mit Sie anreden. Zuzutrauen wär's ihm. Wie? Zuzutrauen wär's ihm. Ja. Wir brauchen das Dings 2 Tage. Was kostet das? Das Dings? Sein Kunstwerk. 5 Mark. Was? Na, dann drehen wir im Zöpfer aus Stroh, Herr Krüger. Der hält uns für Millionäre. Na schön, die Hälfte. Aber unter einer Bedingung. Unter welcher Bedingung? Dass ihr euch alle bei mir rasieren lasst. Wie bitte? Ich habe rasieren verstanden. Ja, in ein paar Jahren, sobald sich's lohnt. Aha, ein raffinierter Geschäftsmann. Okay, Mr. Krüger, wir holen die Perücke kurz vorm Fest. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, da fällt mir ein, weswegen ich hier bin. Ich soll Rasierklingen für meinen Vater holen. Päckchen. Ein Päckchen punktal blau für den Herrn Professor Kreuzkamp, ich weiß. Mein Herr Vater persönlich. Wahrhaftig. Ich habe die Ehre, Herr Professor Kreuz. Was machst denn du da? Ich kaufe Rasierklingen. Nichts wie Dummheiten hat der Junge im Kopf. Aber du hast mich doch selber geschickt, Papa. Als ob das eine Entschuldigung wäre. Dann lassen wir es eben. Wunderbar. Andere übten auf dem Sportplatz der Schule ihre Künste im Eishockey. Wieder andere waren droben in der Schule geblieben. Sie schrieben Briefe, erledigten Hausaufgaben oder arbeiteten an Geschenken. So zum Beispiel 2 Tertianer. Johnny, der Verfasser des Weihnachtsstücks, zauberte ein Schiff in eine Flasche. Sein Vater war Handelskapitän bei einer Überseelinie und so konnte er einen neuen Dampfer sicher gut gebrauchen. Martin malte ein Zukunftsbild. In 10 Jahren, sollte es heißen. Dann, so wollte das Gemälde den Eltern erzählen, werde er so viel Geld verdienen, dass er eine Kutsche mieten und mit ihnen nach Italien fahren könne. Du, Martin. Der Kapitän ist gar nicht mein Vater. Er hat es mir vor 4 Jahren erzählt. Einmal müsste ich es ja doch erfahren, sagte er. Und da sei es besser, zu früh als zu spät. Es wissen nur er und ich. Und nun du. Erst als er mir es erzählte, fiel mir so manches wieder ein. 3 Jahre war ich damals alt. Und es war in New York. Da brachte mich ein Mann zu einem Handelsdampfer, der nach Deutschland zurückfuhr. Er zahlte die Überfahrt für mich und sagte, die Großeltern würden mich im Bremerhaven abholen. Er hatte mir ein Pappschild umgehängt. Darauf standen mein Name und die Adresse meiner Großeltern. Und? Als das Schiff 14 Tage später im Bremerhaven angekommen war, da wartete der Kapitän mit mir auf die Großeltern. Doch die Großeltern kamen nicht. Sie konnten nicht kommen. Es gab sie nicht. Der Name stimmte nicht. Die Adresse stimmte nicht. Die Adresse in New York stimmte auch nicht. Du, Johnny. Ich erzähl's nicht einmal meinen Eltern. Theodor, was fehlt uns denn heute? Halsschmerzen, Fräulein Beate. Schwester Beate, Primaner Stadler. Auch Krankenschwestern haben den Anspruch auf chevaleske Behandlung. Setzen Sie sich hin, Sie Kavalier. Machen Sie den Mund auf, strecken Sie mir die Zunge heraus, sagen Sie A. Ah. A. Oh. Schlimm, Herr Stadler. Sehr schlimm. Ich werde Ihnen den Hals mit Jod auspinseln. Muss es Jod sein? Wäre Ihnen Salzsäure lieber?
Salzsäure wäre die geringste Strafe dafür, dass Sie dauernd zur Krankenschwester dieser Schule kommen, ihr die Zeit stehlen und die Laune verderben. Mich treibt die Sympathie in Ihre Nähe. Ist dieses Treiben in der Hausordnung vorgesehen? Sie sind doch sonst so auf die Hausordnung versessen, besonders den kleineren Mitschülern gegenüber. Stehen Sie auf! Raus mit Ihnen! Was ist denn hier los, Schwester Beate? Guten Tag, Herr Sanitätsrat. Guten Tag, meine Besten. Ah, was fehlt unserem jungen Humanisten heute? Oh, ist es nicht der Rede wert, Herr Sanitätsrat? Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Hoffentlich werden Sie, bis Sie die Schule verlassen, nicht mal wirklich krank. Das würde Ihnen keiner glauben. Der Nachmittagsunterricht beginnt. Ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Schwester Beate? Sind Unterschriften? Ja. Schönen Gruß von meiner Frau und ob Sie Heiligabend unser Gast sein wollten. Wir haben außer Ihnen nur noch einen hübschen, mittelgroßen Karpfen eingeladen. Sie sind sehr gut zu mir. Neugierig sein, aber ich bin's. Was steckt unter diesem Tuch? Ein großer Weihnachtsstollen? Nein! Schade, von dem Weihnachtsstollen wäre ich auf die Stollen im Allgemeinen zu sprechen gekommen. Dann auf die Stollen im Bergbau, von dort auf die Tunnels im Hochgebirge, dann auf die Tunnels in den Alpen. Schon wären wir bei dem Thema gewesen, das uns in den nächsten Stunden beschäftigen wird. Wir werden erleben, wie die Alpen entstehen. Wir werden sehen, wie das Gesicht der Erde die Geschichte und die Geschicke der Völker beeinflusst. Wir werden mit Hannibal und seinen Elefanten über die Alpen klettern und bei Piacenza auf die Römer treffen. Darf ich das Tuch jetzt aufnehmen? Noch nicht, Herr Doktor. Sie haben bei uns den Unterricht vom Flugzeug aus eingeführt. Wir sind mit Ihnen in Gedanken schon über einige Länder weggeflogen. Und nun sind also die Alpen an der Reihe. Wir können uns allerdings das Schulflugzeug, das fliegende Klassenzimmer, nicht kaufen. Wir können die Erde nicht wirklich aus der Luft betrachten, so schön es wäre. Rudi, fahr fort. Wir können auch die Alpen nicht ins Klassenzimmer schleppen. Sie sind für Tertianer zu groß und zu schwer. Aber wir haben sie nachgebaut. Und nun müssen Sie das Tuch wegnehmen. Jungs, ihr seid ja Tausendkünstler. Nein, so etwas. Piacenza ist auch drauf. Ja, ich sehe. Hannibals Elefanten liefern wir nach. Da ja nun unser erster Flug über die Alpen bevorsteht, darf ich die Propeller anwerfen? Nein, erst musst du runterschlucken. Was ist es denn diesmal? Kuchen. Käsekuchen? Apfelkuchen. Gut. Dem Hungrigen schmeckt alles. Dem pünktlichen Start steht noch im Wege, dass wir nicht vollzählig sind. Wo ist unser Beethoven? Martin, hol ihn aus dem Musikzimmer. Was soll man bloß mit ihm machen? Da sitzt er nun wieder und spielt. Zum Essen, zum Schlafen, zum Unterricht, zum Faulenzen, zu allem muss man ihn an den Haaren vom Klavier wegzerren. Nächstens wird er noch das Atmen vergessen. Klavier oder blinde Kuh? Klavier, aber ich will nicht auf die Tasten sehen. Ist das verboten? Musik hat nichts mit den Augen zu tun. Aber die Geographiestunde. Der arme Justus. Er gibt sich solche Mühe mit mir. Und es hat so gar keinen Zweck. Du, mir ist endlich das Hauptthema für das Weihnachtsstück eingefallen. Donnern. Das Flugzeug steigt auf. Es schwebt fast lautlos über der Geographie dahin.
schön, Ferdinand. Aber nun komm, sonst bleibst du in diesem Jahr wieder sitzen. In den 20er Jahren gab es einen deutschen Baumeister, Taut hieß er, der wollte die Alpen umbauen. Sie waren ihm zu bizarr, zu unordentlich. Er wollte durch Sprengungen erreichen, dass ihr Panorama übersichtlicher und dekorativer würde. Die Berge sollten zu Kuben, Kegeln und Pyramiden werden. Ein teures Vergnügen. Das auch, aber es gibt ja noch andere gigantische Projekte. Man will den Spiegel des Mittelmeers senken, man will die Sahara bewässern. Auch das sind kostspielige Träume. Auch hier scheitert die Verwirklichung schon an den Gestehungskosten. Solche Pläne haben aber einen Sinn. Man will Land gewinnen. Schönheit ist doch nicht die Hauptsache. Aber die Alpen umbauen. Was hat Geografie mit Geometrie zu tun? Man darf also die Natur nur verändern, wenn die Menschen einen Nutzen davon haben? Das ist die einzige Entschuldigung. Entschuldigung, sagst du? Demnach wäre alles, was der Mensch getan hat, seit er Tiere zähmte, Urwälder rodete, Sümpfe trocknete, Schiffe baute und Obstbäume veredelte, nicht rühmenswert, sondern allenfalls entschuldbar? Nun? Ich weiß es nicht. Sebastian? Ich weiß es nicht. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ein Nachmittag wie andere Nachmittage, ein Abend wie andere Abende. Nur, dass der kürzeste Abend des Jahres bevorsteht und der heilige Abend auch. Und gerade in dieser Zeit geht es zuweilen ein bisschen unheilig zu. Da kann man nichts machen. Die Vögel füttere ich mit seinem Leichnam. Erkälte dich nicht, oh. Max. Keine Antwort? Oh, wenn du es kommst. Stimmt doch etwas nicht. Wenn die Jungs so ruhig sind, hat es vorher sicher Krach gegeben. Heraus mit der Sprache. Es war nichts Besonderes, Herr Doktor. Nur ein bisschen Ulk. Weiter nichts? Nein. Gute Nacht, Herr Lümmels. Gute Nacht, Herr Doktor! Schöner Ulk. Alles abgeschlossen, Herr Brettschneider. Haus, Nebengebäude, Küche, Vorratsräume. Dankeschön. Nein, ich brauche nichts mehr. Schlafen Sie gut. Der nächste Vormittag brachte unseren Tertianern ein deutsches Diktat, für dessen Vorbereitung Herr Professor Kreuzkamm sehr viel Liebe und Mühe aufgewendet hatte. Nach dem Mittagessen traf man sich vor der Turnhalle, um Johnnys Stück zu probieren, das fliegende Klassenzimmer. Hör bitte auf. Wir dürfen mit 2 Uhr probieren und ihr wisst es. Sag mal, wie redest du eigentlich mit uns? Soll ich dem langen Labern einen vor den Latz knallen? Lass doch. Martin bringt es schon in Ordnung.
euch genauso an die Bestimmungen zu halten wie wir. Bildet euch nur nichts darauf ein, dass ihr zufällig ein paar Jahre älter seid. Beschwert euch beim Justus über mich. Aber jetzt bestehe ich darauf, dass ihr die Turnhalle augenblicklich verlasst. Na, warte nur, mein Jungchen. Hast du gut gemacht. Los, wir probieren das fünfte Bild nochmal. Petrus im Himmel. Fotografieren ist hier streng verboten. Wir haben keinen Sinn für solche Sachen. Forscht du ihr? Forscht du ihr, was zum Forschen findet? Das Unerforschbare... Schon wieder verkehrt. Manche lernen es nie. Vielleicht sollte er sich auch zur Aufführung versprechen. Die Zuschauer würden bestimmt lachen. Der Mats dürfte sich versprechen, aber Petrus darf es nicht. Wisst ihr, was passiert ist? Nein, woher sollen wir das wissen? Die Realschüler haben den Kreuzkommand gleich auf dem Nachhauseweg überfallen. Den Kreuzkommand haben sie gefangen genommen. Und die Diktathefte, die sein Vater zum Korrigieren mitbringen sollte, die haben sie auch. Die Diktathefte? Endlich mal eine gute Idee. Sind wir genug? Hauptsache, es ist keine Zeit verlieren. Also los, über die Mauer, zum Nichtraucher. Niemand wusste, wer er war und woher er kam. Er lebte wie ein Einsiedler. Die Jungens nannten ihn des Waggons wegen. Den Nichtraucher. Ihr beide bleibt draußen, der Zug ist besetzt. Da ist mal wieder eine hochprozentige Keilerei fällig. Ich bin dafür, dass die Realschüler den Kreuzkamm herausgeben und die Diktathefte als Andenken behalten. Wenigstens meins. Ich würde gerne mit dir tauschen, Mats, wenn ich deine schlechten Zensuren und dafür deine Courage bekäme. Ach, das ist ja kompletter Quatsch, Kleiner. An meiner Dummheit ist nicht zu rütteln. Die behalte ich lebenslänglich. Es ist mir auch ganz egal, ob man Karussell mit einem R oder mit Sechsen schreibt. Zum Boxen brauche ich keine Orthographie. Aber dass man ein Angsthase ist, das kann man ändern. Hast du eine Ahnung? Jedes Mal nehme ich mir vor, nicht davon zu laufen. Felsenfest. Aber wenn es soweit ist, dann reiße ich aus. Es ist ekelhaft. Du müsstest mal irgendetwas tun, was den anderen imponiert. Etwas ganz Tolles. Dass sie denken, der Uli ist ein verfluchter Kerl. Mats, nimm doch endlich dein Vollbart aus dem Gesicht. Ach, jetzt habe ich die Matratze immer noch umhängen. Das sieht mir ähnlich. Es wird das Gescheiteste sein, wenn Fridolin zunächst einmal feststellt, der Kreuzkamm inzwischen angekommen ist. Vielleicht haben sie ihn wieder laufen lassen. Wenn er noch nicht da ist, musst du das Dienstmädchen einweihen, damit der Professor nichts erfährt. Und dann kommst du in die Fürstereistraße. Wir warten dort auf dich. So, Major. Und wenn sie den Rudi Kreuzkamm noch nicht herausgerückt haben, steigen wir dem Egerland aufs Dach. Und wie? Wir nehmen ihn als Geisel fest. Bis nachher. Aber dass ihr auch da seid. Also. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Bitte, Fridolin. So, nun erklärt mir doch bloß mal, wieso die Realschüler darauf verfallen sind, einen Professorensohn zu verhaften und eure wissenschaftlichen Schriften zu beschlagnahmen. Es ist ein Streit zwischen den Schulen, nicht zwischen den Schülern. Eine gewissermaßen prähistorische Fehde. Wir haben ihn neulich eine Fahne abgejagt, eine Art Räuberflagge, mit einem scheußlichen Totenschädel drauf. Na, und daraufhin beschwerten sie sich telefonisch beim Justus, unserem Hauslehrer. Und er drohte uns, wenn die Fahne nicht umgehend zurückgegeben würde, dürften wir ihn zwei Wochen lang nicht grüßen. Das ist eine kuriose Drohung. Wirkte sie denn? Nur wie Backpflaumen. Am anderen Tag lag die Fahne wie aus allen Wolken gefallen in ihrem Schulhof. Die Sache hatte nur einen Haken. Die Fahne war ein bisschen zerrissen. Ein bisschen sehr zerrissen. Und nun sind unsere Diktathefte an der Reihe. Und da wurde die Kreuzkamm. So, na, dann sieht man in eurem prähistorischen Krieg. Vielleicht komme ich aufs Schlachtfeld und verbinde die Verwundeten. Förstereistraße 17 und Umgebung. Wenn jemand um Hilfe schreit, bin ich's. Dann können Sie gar nicht fehlgehen. Übrigens, euer Hauslehrer, der Justus, der gefällt mir immer besser. Nicht wahr? Der Dr. Böck ist ein großartiger Kerl. Wie heißt euer Justus? Dr. Johannes Böck. Johannes... Ach. Dann macht's gut, Jungs. Ich leg schnell noch ein bisschen Holz hier. Was ist los? Die Realschüler haben Kreuzkamm gefangen genommen. Kommt ihr mit? Natürlich! Ingo, komm drauf! Wir treffen uns in einer Viertelstunde in der Förstereistraße. In einer Viertelstunde? Gut. Verteilt euch beim Anmarsch, sonst merken die Realisten zu früh, dass wir was vorhaben. Bis nachher.
Das Dienstmädchen wird den Professor weismachen, er sei bei mir zum Essen eingeladen. Es wird also ernst. Na, dann werde ich mich mal in die Nummer 17 begeben und den Engeland atomisieren. Das hilft uns gar nichts. Wir müssen erst herauskriegen, wo Kreuzkammer und die Äfte sind. Ich könnte als Parlamentärin gehen. Eine gute Idee. Ja, los. Bin gleich wieder da. Wo gehst du denn hin? Zum Bäcker. Wenn ich jetzt nichts esse, kann ich nachher nicht zuschlagen. Und ich schau mir mal die Gegend an. Guten Tag, gnädige Frau. Ich möchte Ihren Sohn sprechen. Einer kommt und holt den Kellerschlüssel, um seinen Rodelschlitten einzustellen. Der andere braucht dringend eine Wäscheleine. Das ist ja wie im Taubenschlag. Ist er allein? Willst du auch einen Schlitten einstellen? Nein, gnädige Frau. Ich bin zu Pferde gekommen. Also. Was soll denn das heißen? Ich komme als Parlamentär. Und was willst du? Wir ersuchen um die Herausgabe des Gymnasiasten Kreuzkammer und unserer Diktate. Und was bietet ihr dafür? Nichts. Notfalls werden wir den Gefangenen befreien. Erst müsst ihr wissen, wo er ist. Das dürfte einige Zeit kosten, mein Lieber. Ich verbitte mir jede Art von Vertraulichkeit. Ich bin nicht dein Lieber. Welche Bedingungen stellt ihr? Eine einzige. Ihr schreibt einen Brief, worin ihr euch wegen der Fahne entschuldigt und uns bittet, euch den Gefangenen und die Hefte zurückzugeben. Andernfalls? Andernfalls verbrennen wir die Hefte und euer Kreuzkamm kann bei uns zum alten Mann werden. Übrigens bekommt er alle 10 Minuten 6 Ohrfeigen. Das nur nebenbei. Die Bedingung ist unannehmbar. Dann dürfte dein Besuch zu Ende sein. Bei Philippi sehen wir uns wieder. Zuverlässig. Weißt du vielleicht doch, wo der Kreuzkamm steckt? In Egerlands Keller. Das weiß er auch schon. 2 Realschüler bewachen ihn. Los, haben wir die Gesellschaft in der Pfanne. Moment mal. Das geht natürlich nicht, was ihr davor habt. Ihr könnt doch in Kirchberg keine Straßenkämpfe veranstalten. Eben. Gleich wissen es die Direktoren. Dann gibt's Skandal. Und so kurz vor Weihnachten. Hast du schon wieder? Das ist doch wahr, Mats. Es ist nicht meinetwegen. Was würden Sie vorschlagen? Ihr ersucht die werten Gegner, auf dem Platz unter der Burg zu erscheinen. Dort stört euch niemand. Und dort veranstaltet ihr einen Zweikampf. Wozu sollen sich alle prügeln? Es genügt doch, wenn sich 2 verhauen. Goldene Worte. Und wenn unser Mann gewinnt, müssen sie uns den Kreuzkamm doch herausrücken. Hm. Die Diktathefte auch? Nur deins nicht. Und wenn wir verlieren? Sag mal, bist du plötzlich wahnsinnig geworden? Ich muss nur noch rasch eine Semmel essen. Schönen Dank für den guten Rat. Bring die Gegner zum Platz unter der Burg. Wir gehen schon hinüber. Kommt. Manchmal ist es doch ganz gut, dass es Erwachsene gibt. Vergiss es nicht, Johnny, wenn du selber groß bist. Vorsichtig, Max.
Nicht herausgeben. Ihr könnt euch einfach euer Wort brechen. Sie verweigern mit dem Gehorsam. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Bewerker zu Frikassee gemacht. Das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich mich euch für Kreuzkamm als Geisel stelle. Bravo, mein Junge. Aber dein Angebot ist sinnlos. Wie viele Jungen sollen denn heute noch gefangen genommen werden? Teile deinen Leuten mit, dass wir sie in 2 Minuten angreifen werden. Es wird der letzte Kampf zwischen euch und uns sein. Mit Wortbrüchen kämpft man nicht, man verachtet sie. In 2 Minuten beginnt hier die Schlacht. Sebastian leitet sie. Bis Mats, Johnny und ich zurück sind, kämpft ihr hinhaltend. Darf ich nicht mitkommen? Nein, Uli. 3 sind genug. Wir beeilen uns. Hals- und Beinbruch, ihr Lümmels. Danke. Nicht angreifen, nur verteidigen. Warum nicht angreifen? Oh, wartet, ihr Banditen. Mich wundert nur, dass ihr euch nicht schämt. Das ist nicht unser Auftrag. Ich werde mich erkenntlich zeigen, wenn man mich befreit hat. Bis dahin kannst du verschimmeln. In spätestens einer Stunde werden sie wissen, wo ich bin. Da hast du noch eine ganz hübsche Portion Backpfeifen vor dir. Alle 10 Minuten 6, das macht in der Stunde genau 36. Angewandte Mathematik. Vielleicht kommen deine Leute noch etwas früher, wie? Hoffentlich. Da wollen wir ihm doch vorsichtshalber noch ein 50 ins Gesicht stecken. Gewissermaßen als Vorschuss. 1, 2, 3! Seit 2 Stunden sitze ich hier. Und alle 10 Minuten 6 Ohrfeigen. In 120 Minuten 12 mal 6 Ohrfeigen. Wie viel macht das? 72 Stück. Aua! 36 für jeden. Los, Rudi, gib den zurück! Mir tun die Handgelenke zu weh. Ich werde jedem von den 2 geben. Das kommt auf selber raus. Und wo sind die Klarhefte? Dort in der Ecke. Ich sehe sie nicht. Ihr müsst genauer hinschauen. Heiliger Wimmern. Wie die sich verändert haben. Da wird sich dein Vater aber sehr freuen. Kreuzkamm, du läufst sofort nach Hause. Vergiss nicht, dass du bei Friedelin zum Essen eingeladen warst. Sei also satt. Wenn dein Vater nach den Heften fragt, sag ihm, ich gebe sie morgen früh. Also gut, ich tummel mich. Servus. Wiedersehen. Wir müssen uns auch beeilen. Lauf voraus. Ich muss nur noch rasch mein Ohrfeigenpensum erledigen. So. Mats, Johnny, Sebastian.
gegangen. Alle anderen intern über die Mauer. Was ist denn passiert? Ich bin schon wieder ausgerissen. Der Verwerker kam auf mich los. Ausgerechnet der. Ich wollte ihm ein Bein stellen. Aber wie ich sein Gesicht sah... Der hat aber auch eine abscheuliche Visage. So geht's nicht mehr weiter mit mir. Na komm, der Krieg ist aus, ich hab Hunger und der schöne Theodor wird auch schon warten. Ah, da sind sie ja, die lieben Kinderchen. Heimlich im Kino gewesen. Hoffentlich war es recht nett. Der Hauptdarsteller sah der Kolossal ähnlich. Er war nur nicht ganz so schön. Lass doch den Blödsinn. Natürlich, du bist auch wieder dabei. Dass man einem Pflege wie dir Stipendien gibt, werde ich nie verstehen. Verlier nicht den Mut. Du bist ja noch jung. Na, dann kommt mal mit. Wir sind die Ausreißer, Herr Doktor. Wie heißt der einschlägige Artikel der Hausordnung, Uli? Es ist verboten, die Schule und das Schulgelände außer während der Ausgezeiten zu verlassen. Gibt es Ausnahmefälle, Matthias? Jawohl, Herr Doktor, wenn ein Mitglied des Lehrkörpers eine solche Ausnahme gestattet. Welcher Lehrer hat euch in die Stadt beurlaubt? Keine, Herr Doktor. Wir sind ohne Erlaubnis abgehauen. So war's nicht. Ich habe den anderen befohlen, mir zu folgen. Deine Vorliebe, Verantwortung zu übernehmen, ist mir bekannt. Wir mussten in die Stadt, Herr Doktor. Warum habt ihr nicht mich, euren Hauslehrer, um Erlaubnis gebeten? Sie hätten vielleicht die Erlaubnis verweigert. Man wäre mir trotzdem fort daran. Trotz meines Verbots? Jawohl. Jawohl. Leider. Das ist ja bodenlos, Herr Doktor. Es ist mir nicht bewusst, dass ich Sie nach Ihrer Meinung gefragt hätte. Warum musstet ihr in die Stadt? Wieder wegen der Realschüler. Sie haben Kreuzkamp samt den Diktathäften gefangen genommen. Habt ihr ihn befreit? Ja. Jawohl. Oder irgendwer verletzt? Kein Gedanke. Nur die Diktathefte. Was ist damit? Sie wurden vor den Augen des gefesselten Gefangenen verbrannt. Martin hat die Asche in seinem Taschentuch. Und ich werde eine Urne stiften. Was soll nun werden, Martin? Unsere bisherigen Zensuren hat Professor Kreuzkamp in seinem Notizbuch stehen. Wir werden uns bei ihm entschuldigen. Und das Diktat von heute früh müssen wir eben noch einmal machen. Ich weiß nicht, ob sich der Kollege Kreuzkamp damit zufrieden geben wird. Aber ich muss sagen, dass ich euer Verhalten billige. Ihr habt euch, soweit das überhaupt möglich war, tadellos benommen. Aber warum habt ihr mich denn nicht gefragt? Habt ihr so wenig Vertrauen zu mir? Dann verdiente ja ich die Strafe. Aber lieber Herr Justus, lieber Herr Doktor, Sie wissen doch, wie sehr wir Sie... Einen Augenblick lang habe ich mir überlegt, ob wir Sie fragen sollten. Aber ich fand es verkehrt. Nicht wegen des Vertrauens. Entweder Sie hätten Nein gesagt, dann hätten wir doch hinuntergemusst. Oder Sie hätten Ja gesagt und einem von uns wäre etwas zugestoßen. Dann hätten die anderen Lehrer und die Eltern auf ihn herumgehackt. Ja, so ähnlich war's. Ihr habt mich also nur nicht gefragt, um mir Unannehmlichkeiten zu ersparen. Erwartet ihr, dass ich mich dafür bei euch bedanke? Erwartet das ja nicht. Diebe seid ihr, kleine Taschendiebe. Aber ich lasse mir die Verantwortung für euch nicht stehlen. Nicht einmal von euch selber. Ihr sollt eure heiß ersehnte Strafe haben, eine Stunde Arrest. Ist damit der Hausordnung Genüge getan? Natürlich, Herr Doktor. Dieser Arrest findet heute Abend nach dem Essen in meinem Zimmer statt. Spricht irgendein Punkt der Hausordnung gegen den Ort und den Zeitpunkt der Strafverbüßung? Ich glaube nicht, Herr Doktor. Das beruhigt mich. Nehmt ihr die Strafe an? Ja.
Greif tüchtig zu. Das gehört mit zur Strafe. Schönen Dank, Schwester Beate. Bitte. Vergnügten Arrest wünsche ich. Dankeschön. Dankeschön. Rimana Stadler bleibt hier und beaufsichtigt den Strafvollzug. Ich erzähle euch eine Geschichte und ihr hört zu. Das ist unsere gemeinsame Strafe. Also, vor mehr als 20 Jahren gab es in diesem Haus auch schon Tertianer und Primaner. Und einen Hauslehrer gab es auch. Er wohnt in genau demselben Zimmer, in dem wir jetzt sitzen. Und von einem der kleinen Tertianer, die vor mehr als 20 Jahren in euren Betten schliefen und auf euren Plätzen im Speisesaal und im Klassenzimmer saßen, handelt die Geschichte. Zwei braver, fleißiger Junge. Er konnte sich über Ungerechtigkeiten empören wie der Martin. Er prügelte sich, wenn es sein musste, herum wie euer Mats. Er saß mitunter nachts auf dem Fensterbrett im Schlafsaal und hatte Heimweh wie der kleine Uli. Er las schrecklich gescheite Bücher wie der Sebastian. Und wie Johnny träumte er davon, später einmal ein Dichter zu werden. Eines Tages wurde die Mutter dieses Jungen sehr krank und man brachte sie hierher nach Kirchberg ins Krankenhaus. Am nächsten Tag rannte der Junge heimlich aus der Schule fort, quer durch die Stadt, hinüber ins Krankenhaus, saß am Bett der Mutter, hielt ihre heißen Hände und versprach, als er ging, am nächsten Tag wiederzukommen. Denn am nächsten Tag hatte er Ausgang. Am Schultor fing ihn ein Primaner ab und fragte, wo er gewesen sei. Der Junge hätte sich eher die Zunge abgebissen, als ihm die Wahrheit gesagt. Der Primaner entzog ihm die Ausgeherlaubnis für den nächsten Tag. Am nächsten Tag lief der Junge trotzdem davon. Die Mutter wartete ja auf ihn. Es ging ja noch schlechter als am Tag vorher. Der Primaner brachte den Jungen zum Hauslehrer hinauf. Hierher, ins Turmzimmer. Der Hauslehrer war ein strenger Mann. Der Junge schwieg. Und so wurde ihm der Ausgang für die Dauer von 4 Wochen entzogen. Aber am nächsten Tag war er wieder fort. Als er zurückkam, brachte man ihn zum Direktor. Dieser bestrafte ihn mit 2 Stunden Karzer. Als er am nächsten Morgen den Karzer betrat, um den Knaben ins Gebet zu nehmen, saß ein ganz anderer da. Er hatte sich einsperren lassen, damit sein Freund wieder zu seiner Mutter konnte. Ja, das waren 2 Freunde. Sie blieben auch später beieinander. Sie studierten zusammen, sie wohnten zusammen. Und sie trennten sich auch nicht, als der eine von ihnen heiratete. Dann bekam die Frau ein Kind. Das Kind starb. Und die Frau starb. Am Tag nach dem Begräbnis war der Mann verschwunden. Und sein Freund hat nie wieder etwas von ihm gehört. Der Junge aber, dessen Mutter im Krankenhaus gelegen hatte, nahm sich damals vor, dass er in dieser Schule später einmal selber Hauslehrer werden wollte, damit die Jungen jemand hätten, dem sie alles sagen könnten, was ihr Herz bedrückt. Und wisst ihr, wie er hieß? Jawohl, der Junge hieß Johannes Böck. Nun fährt euch ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Stadler. Gute Nacht, Herr Doktor. Und vielen Dank. Wofür denn? Für meine Strafe. Alles abgeschlossen, Herr Brettschneider. Haus, Nebengebäude, Küche, Vorratsräume. Dankeschön. Nein, ich brauche nichts mehr. Schlafen Sie gut. Wieder war Weihnachten um einen Tag näher gerückt.
Trotzdem fühlten sich die Tertianer, insbesondere ihr Primus, ziemlich unbehaglich. Gleich würde Professor Kreuzkamm um die Ecke biegen. Die Sache mit den Diktatheften war nun spruchreif. Und der Professor machte manchmal Späße, dass man nicht genau wusste, ob man lachen oder weinen sollte. Neuigkeiten? Leider ja, Herr Professor. Die Realschüler haben gestern unsere Diktathefte geraubt und verbrannt. Hat er Sie darum gebeten? Was soll dies darstellen? Das sind unsere Diktathefte, Herr Professor. Aha. Kaum zum Wiedererkennen. Typisch, mein Vater. Wem habe ich die Hefte gestern Mittag anvertraut? Mir! Ja, konntest du sie nicht besser verteidigen? Für seine heiligsten Güter pflegt man doch zu kämpfen. Es waren ungefähr 20 Jungs, die Fridolin und mich überfielen. Und bevor sie die Hefte verbrannten, wurde ich mit einer Wäscheleine in einem Keller gefesselt. Wie lange warst du in dem Keller? Bis gegen 4 Uhr. Die haben deine Eltern nichts gemerkt. Nee. Scheinen ja nette Eltern zu sein. Nicht einmal beim Essen haben sie dich vermisst. Nein, sie glaubten, ich wäre bei einem anderen Jungen eingeladen. Richte deinem Vater einen schönen Gruß von mir aus und sag ihm, er soll künftig gefälligst besser auf dich aufpassen. Ich werde es meinem Vater ausrichten. Was soll der Papierkorb an der Zimmerdecke? Nein, nein. Lasst ihn nur ruhig hängen. Das hat ja Zeit. Es gibt zahlreiche Menschen, die allmorgendlich in schöner Regelmäßigkeit vor dem offenen Fenster 20 Kniebeugen machen. Das stärkt die Muskeln. Und es gibt andere Menschen, zum Beispiel euch, die zu Beginn der Deutschstunde einige Fremdwörter buchstabieren. Das stärkt das Gedächtnis. Demnach ist also das Gedächtnis die Muskulatur des Gehirns. Sehr wohl, Herr Frank. Darf ich Sie zur ersten Kniebeuge einladen? Wie schreibt man das Wort Vertico? V-E-R-T-I-K-O. Und wie das Wort Grammophon? Uli? Na, wird's bald, Herr von Simmern? Oder soll ich eine schriftliche Aufforderung ergehen lassen? I-F-A-N-N-O. Bei euch piept's wohl. Willst du mir vielleicht erklären, was du in der albernen Luftschaukel zu suchen hast? Komm auf der Stelle herunter! Ich kann nicht. Warum hast du das nicht verhindert? Herr Professor, es waren zu viele. Die Aufsatzhefte heraus. Oh. Die Diktathefte sind ja ein Opfer der Flammen geworden. An all dem Unfug, der hierzulande oder auch anderswo zustande kommt, sind nicht nur die Anstifter schuld, sondern auch diejenigen, die Ihnen nicht widersprechen. Er gab Ihnen ein Diktat, das es nur so rauchte. Fremdwörter, Groß- und Kleinschreibung, schwierige Interpunktion. Es war glatt zum Verzweifeln. Die Tertianer schwitzten eine halbe Stunde lang Blut. Als der Professor gegangen war, glichen unsere jungen Freunde einer auf dem eigenen Platz zweistellig geschlagenen Fußballmannschaft. Mit einem Mal stand Uli auf. Ruhe!
Ihr denkt, ich bin ein Feigling. Das macht mich ganz krank. Und deshalb fordere ich euch auf, um 3 Uhr auf der Eisbahn zu sein. Um 3 Uhr auf der Eisbahn. Vergesst es nicht. Was hast du denn vor, Kleiner? Das werdet ihr schon sehen. Später, nach dem Mittagessen und nachdem die Post verteilt worden war, luden Martin und Johnny den Hauslehrer zu einem kleinen Spaziergang ein. Was macht denn euer Theaterstück? Ja, wir sind soweit ganz zufrieden. Übermorgen ist die Generalprobe. So, na, ich bin schon recht gespannt. Aber fast ebenso gespannt bin ich, wohin ihr mich eigentlich verschleppen wollt. Ja, wir haben eine Vermutung, Herr Doktor. Eine Vermutung? Mehr können wir Ihnen nicht sagen. Vielleicht ist die Vermutung falsch. Na schön, dann transportiert mich weiter. Müsst ihr mir die Augen verbinden? Nein. Na nu, das ist ja eine tolle Kletterpartie, die ihr mit mir macht. Da wohnt ja jemand. Was für einen Beruf hatte denn Ihr Freund, von dem Sie uns gestern Abend erzählt haben? Er war Arzt. Na, Martin, was gibt's denn? Johannes! Menschenskind, die beiden. Ich komme mir vor wie der Weihnachtsmann. Verlierst einen Brief von meiner Mutter. Hab ihn noch gar nicht gelesen. Sie schickt sicher das Reisegeld. Schon 3 Uhr. 3 Uhr. Was war denn um 3 los? 3 Uhr. 3 Uhr auf der Eisbahn. Schwester Beate Bescheid. Wo ist der Justus? Ein Nichtraucher. Hol sie beide. Der Nichtraucher ist Arzt.
schlimm genug. Aber nicht sehr schlimm. Bruch des rechten Wadenbeins, ein paar Quetschungen, eine leichte Gehirnerschütterung. Na, Kopf hoch, Jungs, in 4 Wochen ist der Kleine wieder gesund. Aber könnt ihr mir sagen, warum er auf diesen idiotischen Einfall gekommen ist? Er sei ein Feigling, haben sie gesagt. Er selber hat's auch gesagt. Und ich, Rindvieh, habe ihm das dann noch geraten, etwas zu zeigen, was den anderen imponiert. Das ist ihm ja nun gelungen. So, und jetzt rufe ich seine Eltern an, dass er über Weihnachten hier bleiben muss. Reißt euch ein bisschen zusammen. Vergesst nicht, dass ein Beinbruch weniger schlimm ist, als wenn Uli sein ganzes Leben lang Angst davor gehabt hätte, die anderen würden ihn nicht für voll nehmen. Noch am Abend wurde über Ulis Mutprobe leidenschaftlich diskutiert. Nur Martin hatte andere Sorgen. Mein lieber Junge, das wird wahrhaftig ein trauriger Brief. Und ich weiß nicht, wie ich ihn anfangen soll. Denn denke dir, mein gutes Kind, ich kann dir diesmal das Fahrgeld nicht schicken. Seit Vater ohne Stellung ist, reicht es an keiner Ecke. Wenn ich daran denke, dass du zu Weihnachten in der Schule bleiben musst, wird mir ganz elend zumute. Decke, hör mal zu. Du musst Ulis Rolle übernehmen. Sie ist nicht groß. Oh fein, was spiel ich? Ein Mädchen mit blonden Zöpfen. Ein Mädchen? Oh! Martin, hast du was? Schläfst du schon? Nur ein paar Worte, Herrschaften. Ulis Zustand ist zufriedenstellend. Es war reiner Zufall, dass sein Experiment ein Unfall blieb und kein Unglück wurde. Ich bitte euch alle, sowohl die Tapferkeit als auch deren Gegenteil, so unauffällig wie möglich auszuüben. Beinbrüche sind Beweismittel, die ich als Hauslehrer rundweg ablehnen muss. So, und jetzt schwamm drüber. Ich gehe heute Abend aus, ich will mal ein Glas Bier trinken. Primaner Stadler wird mich vertreten. Benehmt euch anständig, sonst kann ich künftig nicht mehr ausgehen. Gute Nacht. Viel Vergnügen! Gute Nacht allerseits. Willst du es nicht doch wieder mit dem bürgerlichen Leben versuchen? Was willst du, Johannes? Ich fühle mich in meinem Eisenbahnwagen restlos zufrieden. Viel Geld brauche ich nicht. Und ich freue mich schon wieder auf den Frühling und auf meine schönen Blumen. Ich habe noch nie so viel Zeit zum Nachdenken und zum Lesen gehabt wie in den letzten Jahren, die du für verlorene Jahre hältst. Das Unglück, das ich damals erlebte, das hatte schon seinen Sinn. Es muss wohl auch solche Sonderlinge geben, wie ich einer geworden bin. Dann hätte ich nicht Arzt werden sollen, sondern Gärtner. Aber dazu ist es ja leider zu spät. Es gab eine Zeit, da warst du ehrgeizig. Hältst du den Ehrgeiz für eine sehr große Tugend? Ich wünschte, es gäbe mehr Menschen, die Zeit hätten, sich daran zu erinnern, was wesentlich ist. Geld, Rang und Ruhm, das sind doch kindische Dinge. Das ist doch nur Spielzeug, weiter nichts. Damit können doch wirkliche Erwachsene nichts anfangen. Habe ich nicht recht? Ein Glück, dass nicht alle so denken. Schade, dass zu wenige so denken. Mein lieber Robert, du bist ein alter Dickkopf. Das muss ich doch schon mal gehört haben. Weil ich dir es vor 25 Jahren schon immer predigt habe. Eben. Prost, Johannes. Prost, Robert. Später bummelten sie durch die alten Gassen. Es war ein Spaziergang durch 1000 Erinnerungen. Der Briefkasten hängt auch noch da. Er wird uns überleben. Er hat eine eiserne Natur. Möchtest du mit ihm tauschen? Nein. Briefkästen haben keine Seele. So ist es. Komm, mein Alter.
Der nächste Nachmittag war der letzte vor der Reise in die Weihnachtsferien. Kein Wunder, dass es sehr geschäftig zuging. Manche brachten schon ihre Koffer zum Bahnhof. Martin ging nur zur Post mit dem Geschenk für die Eltern. Martin, willst du denn hin? Ich gehe mal rasch zur Post. Was willst du denn dort? Im Schalter fahren, wann diesmal neuer ist. Vergiss die Generalprobe nicht. Vergesse nicht, John. Auch nicht, dass ich dein Freund bin. Was sagen denn die anderen? Sie haben einen unheimlichen Respekt vor dir gekriegt. Wirklich? Mhm. Mir könntest du 1 Million versprechen. Ich würde nicht von der Leiter herunterspringen. Nein? Nicht ums Verrecken. Ein wahres Glück, dass auf der Eisbahn kein Kirchturm steht. Von dem wärst du wahrscheinlich auch heruntergehüpft. Auf dem Nachttisch liegt eine Tafel Schokolade. Vom Direktor persönlich. Iss sie. Ich habe keinen Hunger. Iss sie. Sofort. Sonst reg ich mich auf und das hat mir der Nichtraucher streng verboten. Ist mir aber sehr unangenehm. Gestern Abend habe ich mit meinem Freund Johannes ein Glas Bier getrunken. Das war sehr vernünftig. Es können auch 6 oder 7 Gläser gewesen sein. Das war weniger vernünftig. Mit der Vernunft ist das so eine Sache. Es ist wie mit den Engeln und den Elfen. Alle sprechen davon, aber noch keiner hat sie gesehen. Sie wohnen wirklich in einem Eisenbahnwagen? Er wurde auf meiner Lebensreise plötzlich abgehängt. Ich habe mich bei der Direktion beschwert. Und? Es hieß, meine Fahrkarte sei verfallen. Und so bin ich sitzen geblieben. Sitzen geblieben, wie Ferdinand, der klavierspielende Tertianer. Und ich werde genau wie er von allen geschulmeistert. Gestern Abend von unserem Hauslehrer und heute von Ihnen. Darüber sollte man sich weder in der Schule des Lebens noch in einem Gymnasium wundern. Besten Dank, Herr Lehrer. Mond und Sternen, hoch über Berg und Tal, in fernste Fernen. Wir werden künftig mit den Augen lernen. Wie schön,
Schule wird zum Abenteuer. Das ist recht nach meinem Sinn. Italien, wir fliegen einfach hin. Und meinen Atlas schmeiße ich ins Feuer. Der Unterricht beginnt. Wir steigen ein. Zuerst die Dame, man muss höflich sein. Wir haben Schinken, Brot und Benzin. Wir werden von der bunten Welt erwartet. Hier schneit's, indes woanders Veilchen blühen. Der Unterricht wird zum Lokaltermin. Motoren dröhnt, das Klassenzimmer startet. Es war ein Stück in fünf Bildern. Am Krater des Vesuvs erzählte der Lehrer von der Beschaffenheit der Erdkruste und den Vermutungen über den Zustand im Innern der Erde, natürlich in Versen. Dann holte er eine Zigarre aus der Brusttasche und zündete sie sich zum Staunen des Publikums am Feuer des Vulkans an. Das war der Clou des zweiten Bildes. Im dritten Bild, vor den Pyramiden von Gizeh, war die Rede vom fruchtbaren Nil, von der Sphinx und den alten, geheimnisvollen Königsgräbern. Auf eine vorlaute Bemerkung des kleinen Mädchens hin erschien die Mumie des Königs Ramses und lockte das völlig willenlose Kind hinein in sein offensichtlich etwas zu eng geratenes Totenreich. Weder Verzweiflung noch Gewalt konnten helfen. Das arme Geschöpf blieb beim Pharao zum Zeichen dafür, wie riskant es ist, über versunkene Kulturen Witze zu machen. Das vierte Bild fand am Nordpol statt. Hier konnten die Schüler durch Augenschein feststellen, dass die Erdachse schräg steht und dass die Pole abgeplattet sind. Matz erschien als schwitzender Eisbär und ließ sich leutselig fürs Kirchberger Tageblatt fotografieren. Man versprach sogar, ihm einen Abzug zu schicken. Nun, und im letzten Bild landete man versehentlich, da das Höhensteuer verklemmt war, bei St. Petrus im Himmel. Er ließ sich nicht fotografieren. Forscht, wo ihr was zum Forschen findet. Das Unerforschbare... Ich hab's ja gewusst. Forscht, wo ihr was zum Forschen findet. Das Unerforschbare lasst unergründet. Wir hörten, dass Sie alles wissen. Ist Ihnen auch vielleicht bekannt, dass wir ein kleines Kind vermissen? Es folgte Ramses und verschwand. Ich hol's zurück. Ja? Ja? Ruhe bitte. Das Vergangene ist geblieben und der Weg behält die Schritte. Das Zerrissene bleibt geschrieben. Komm und tritt in unsere Mitte. Da ist sie ja! Wir danken schön. Doch nun wird Zeit zurückzufliegen. Weil wir sonst wieder Ärger kriegen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und für die Weihnachtsfeier viel Vergnügen. Motorenstil! Da sind wir wieder. Das Fliegen war ein schöner Traum. Erfüllen wird es sich wohl kaum. In solchen Fällen singt man Lieder. Ich schlage vor, O Tannenbaum. Ganz prächtig. Wir danken euch von ganzem Herzen. Besonders dem Autor, dem Bühnenmaler und den Schauspielern. Herzlichen Dank. Und natürlich auch dem Komponisten und seinen Musikern.
Ja, und wer ist nun das entzückende kleine Fräulein, das beinahe in Ägypten geblieben wäre? Ja, er steht. Wo kommst du denn her? Ich war doch der Besuch. Na, genug für heute. Und für morgen früh wünsche ich euch allen eine recht, recht glückliche Reise. Heute. Johnny. Steck's her. Verfasser erfolgreicher Theaterstücke sind mir stets willkommen. Wo drückt der Schuh? Es ist ihm Martin. Was ist mit ihm? Hat er den Zug verpasst? Er ist nicht mitgefahren. Na nur? Er soll erzählt haben, er fährt mit einem späteren Zug. Ich glaube, er fährt überhaupt nicht. Warum glaubst du das? Weil er mir aus dem Wege geht. Und warum fährt er nicht? Ich weiß es nicht. Fragen Sie ihn bitte. Gut. Wo steckt er? In der Turnhalle. Martin, du fährst erst mit dem Nachmittagszug? Ich fahre gar nicht, Herr Doktor. Na nu. Wollen denn deine Eltern nicht, dass du heimkommst? Doch, sie wollen. Und du? Willst du denn nicht? Ich will auch. Sie wollen, du willst und trotzdem bleibst du hier? Woran liegt's denn? Das möchte ich lieber nicht sagen, Herr Doktor. Hast du kein Fahrgeld? Mama, Mama. Mama. Bei Körners, da bescheren sie schon. Was er jetzt bloß macht? In der großen leeren Schule. Oh, so leer ist die Schule gar nicht. Erstens ist der Johnny da und dann der kleine Adlige, der sich das Bein gebrochen hat. Sicher sitzen sie jetzt alle an seinem Bett und sind kreuzfidel. Oh, Gott, bitte. Das glaubst du doch selber nicht. Nein. Das glaube ich selber nicht. Hoffentlich macht er seinen Eltern keine Vorwürfe, dass sie so untüchtig sind. Red nicht so dummes Zeug. Martin ist zwar noch ein Kind, aber dass Tüchtigkeit und Geld nicht dasselbe sind, das weiß er. In 10 Jahren. Ob er dann wirklich so einen großen schwarzen Schnurrbart hat? Bei den Apfelsinen war er gar nicht kleinlich.
Da wiegt doch jedes Stück seine 4 Pfund. In 10 Jahren kann viel geschehen. Schenken können wir uns diesmal nichts. Aber umso mehr wollen wir uns wünschen. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Martin! Martin! Das Geld für die Rückfahrt habe ich auch. Als ich gestern in meinen Eisenbahnwagen zurückkehrte, da hatte ich den Eindruck, als wäre inzwischen jemand da gewesen. Im Ofen war nachgelegt worden, mein altes Jackett hing über dem Bügel und auf dem Klapptisch, da stand ein Teller mit Gebäck. Mit solchem Gebäck. Vielleicht waren es die Heinzelmännchen. Zu Weihnachten ist alles möglich. Auch das Heinzelmännchen Damenschuhe tragen? Ich habe nämlich den Spuren im Schnee Maß genommen. Ein Damenschuh, kein Zweifel. Größe 39. 37. Bevor der Herr Hauslehrer mit dem Punsch zurückkommt, möchte ich den Heinzelmännchen ein kleines Geschenk überreichen. Ach, danke. Ein paar Schuhe. Es ist purer Egoismus. Denn es wäre ja möglich, dass Sie auch künftig manchmal in meinem Eisenbahnwagen nach dem Rechten sehen wollen. Das wäre schon möglich. Nein, diese Bengels. Da haben Sie doch tatsächlich Ulis Eltern weiß gemacht. Der Junge sei beim Schlittschuhlaufen verunglückt. Ich kam gerade vorbei. Musste wohl oder übel mitliegen. Sind Sie denn so aus der Übung? Nee, eigentlich nicht. Bin ja ein alter Hausarzt. Aber dieser Herr von Simmern ist ein erstaunlich gründlicher Bursche. Er berief sich auf die klassische Physik im Allgemeinen und auf Newtons Fallgesetze im Besonderen. Aber schließlich habe ich gewonnen. So, und wie haben Sie das fertig gemacht? Ich habe die beiden ins Hotel zurückgeschickt. Wollen Sie nicht ablegen? Ne, keine Zeit, Herr Pestalozzi. Meine Frau und der Kopf warten ja schon auf euch. Dann mein Punsch schütte ich weg? Nein, nein. Ein Glas wird getrunken. Und zwar auf das Wohl des neu ernannten Schulärztes Dr. Robert Uthoff. Wie? Ja, mein lieber Kollege, mit dem süßen Nichtstun ist es leider aus. Ja, da steckst du doch dahinter. Da stecken ganze Völkerstämme dahinter. Die Tertianer, der Sanitätsrat, die Krankenschwester. Sagen Sie ja, ich habe Durst. Ja. Ja, Prosit. Bibitee. So, und nun auf zu Sanitätsrat. Wo ist mein Hut? Ich glaube, ich muss wohl bei Uli bleiben. Ach, Unsinn, Kind. Nein, 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 Schwester Beate, gehen Sie nur, ich bleibe da. Ja, ein Nachtwächter genügt. Unser Karpfen wird Sie allerdings vermissen. Grüßen Sie ihn von mir. Ich werde es ausrichten. Also nur raus mit dem jungen Paar. Habe ich junges Paar gesagt? Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Ja, schöne Bescherung. Sozusagen eine Weihnachtsbescherung. Und da gibt es Leute, die behaupten, der Kalender müsse reformiert werden. Guten Abend, Herr Brettschneider. Hören Sie zu, der Sanitätsrat und das junge Paar. Ich meine, Schwester Beate und Dr. Uthoff gehen jetzt. Schließen Sie hinter Ihnen ab. Sonst alles dicht, Nebengebäude, Küche, Vorratsräume. Dankeschön. Nein, ich brauche nichts mehr. Schlafen Sie gut. Schwester Beate! Sie haben Ihre Schuhe vergessen. Das macht nichts. Dann gehe ich eben barfuß. Guten
Nacht, Justus. Ja. Gute Nacht. Das also war unsere Geschichte. Ich schrieb sie auf einer Bergwiese nieder, zwischen Zittergräsern und Kälbern, und eins davon hieß Eduard. Dann fuhr ich in die Stadt zurück, zu den Menschen, den Autos und den Straßenbahnen. Hier hatte ich nun eines schönen Tages eine merkwürdige Begegnung. Ein X-Port und ein Eisbecher mit Früchten. Sehr wohl, mein Herr. Wie geht's denn dem Martin? Danke, gut. Sein Vater hat eine neue Stellung. Ja, schön. Uli ist wieder ganz gesund? Ja. Ganz und gar. Was macht der neue Schularzt? Schwester Beate und er haben zu Ostern geheiratet. Damit war zu rechnen. Wie geht's Mats? Was macht sein Appetit? Er isst nicht, er frisst. Woher kennen Sie uns eigentlich? Muss leider gehen. Es hat mich aufrichtig gefreut, Sie kennenzulernen. Kannst du meinerseits noch mal. Grüß die Jungs von mir und den Justus, den ganz besonders. Aber von wem? Von wem soll ich denn alle grüßen? Von einem guten Freund. Von einem guten Freund, guter Freunde. Du kanntest den Herrn wirklich nicht. Aber Vater, das müsste ich doch wissen. Stimmt. Ja, jawohl. Danke. Einen schönen Gruß von dem Herrn, der eben hier saß.